und dahin. Sag mal, hier dran. Ein bisschen davon, warte mal. Das Ding ist halt echt praktisch. Da kann man nichts sagen. Es ist einfach praktisch. Ist und bleibt praktisch. Wohl hier hin, wenn ich das so richtig sehe. So, haben wir hier was? Nöp. Ja, der andere muss durch die Lüften abgehauen sein. Oh, Scheiße! Du bist tot! Na, komm! Gefahr! Und den muss ich jetzt trotzdem noch plündern, okay. So, ist hier wirklich sonst nichts? Da ist eine Forschertasche. Holen wir doch erstmal die. Gucken, was die uns so zeigt. Ein Überlebensversteck direkt hier in der Gegend. Und da ist sogar auch noch eins. Schön. Und das dritte wird wohl das da sein, das ich schon eingesammelt habe. Okay. Ich hätte Deckung! Ich hab sie! Drecksack! Das ist irgendwie so ein bisschen was. Bisschen etwas, was fehlt, dass man die im Schlaf einfach abstechen kann. Dass das jetzt nicht einfach so ging, ist doof. Es war doof. Okay, aber hier sind die Gefangenen. Ist okay. Ich werde sie herausholen. Na, von hier. Okay, Entdeckung bleiben und weiter. So, Jungs und Mädels. Ein Glück, dass Sie zu uns halten. Vielen Dank. Ja, ja, bitteschön, gern geschehen. Wir sind Ihnen sehr dankbar. Wir kennen dieses Land, aber wir sind jedes Jahr weniger. Ja, vor allem, wenn solche Bastarde wie die von Trinity kommen, ist das echt nicht schön. So, wo ist denn hier diese Tür, die ich nur mit dem Dietrich aufmachen kann? Ist das die hier? Ja, das ist die hier definitiv. Ach, mit Sicherheit Giftpfeile drin. Ja, war klar. Ein Gulag-Ausweis von einem Gefangenen. No. Ah, mit Siegeln oder Stempel oder mehr. Ah, das nehmen wir natürlich auch mit. So, dann haben wir definitiv noch das da und ich muss, glaube ich, jetzt... War das? Ich glaube, ich muss jetzt erst noch zu dem Typen auch zurückkehren.
Ich muss hier aufpassen. An solchen Stellen, wenn man dann nochmal vorbeikommt, sind, könnten auch nochmal Gegner da sein. Aber diesmal nicht. Ja, aber wenn man hier die Stelle von Anfang bis quasi hier durchläuft, dann an einer der Stellen ist auf jeden Fall dann Gegner. Und ja, mit der Sache, dass ich nochmal zu dem Typen zurückkehren muss, um die Quest hier abzuschließen, muss ich dann doch da runterrutschen, kann ich das Lager hier jetzt gar nicht benutzen. Wildschweinhaut war da drin? Okay. Oder was auch immer das jetzt war. So, der Kollege müsste doch da sein. Na, Kollege? Haben Sie sie gefunden? Ja. Ich habe die Krieger gefunden. Sie leben. Langsam glaube ich, es war kein Zufall, dass Sie ins Tal gekommen sind, Lara Croft. Wir können Ihnen nicht viel bieten. Aber ich hoffe, das wird Ihnen helfen. Ausrüstung Infiltrierer. Ich weiß jetzt nicht genau, was es damit auf sich hat, aber... Oh. Passt. Ein bisschen Fell. Warum nicht, ne? Hast du gleich noch was? Also ich weiß, hier gibt es auf jeden Fall noch eine Aufgabe. Ich guck gerade noch mal nach. Ne, scheinbar will er nicht. Aber hier, irgendwas hier mit einem Vogel gibt es hier aber noch. Naja, egal, wir haben jetzt die Aufgaben alle abgeschlossen und hier war doch der eine Typ mit dem, mit der Höhle, ne? Schauen wir doch gerade mal zu der Höhle rüber, die müsste hier sein. Ach, guck mal. Oh, hallo. Oh, hallo. Hi. Viele von uns haben für die Sowjets in den Minen gearbeitet. Selbst nachdem wir sie vertrieben hatten, starben sie an einer seltsamen Krankheit. Ah. So, mal gucken, ob der Typ... Ja, guck mal, da unten ist ein Lagerfeuer und alles. Und er hat eine Karte ausgebreitet. Sie sind zurück. Ja, Sie Hi. Könnten uns helfen. Oh, hallo. Was gibt's denn? Ich möchte helfen. Was kann ich tun? Zuerst müssen wir möglichst viel über die Eindringlinge herausfinden. Wir brauchen jede Information, die sie im alten Gefängnis finden können. Ich mache ihnen nichts vor. Oh, es wird gefährlich. Aber die Informationen sind das Risiko wert. Helfen Sie uns? Ja, ich nehme die Quest mal an. Ich gehe hin, sobald ich kann. Ich warte hier. Und danke. Aber ich will jetzt echt nicht... Dafür muss ich nochmal einen Gulag. Oh nein. Scheiße. Naja, gut, okay. Ich würde sagen... ja, was würde ich denn sagen? Ich gehe nochmal in diese Richtung hier. Guck mal, ob der noch eine Quest für mich hat. Also da müsste noch eine Quest sein. Mindestens eine. Gucken, ob der Kollege da irgendwo ist. Ja, da ist er. Dann würde ich sagen, Lara, ich brauche Ihre Talente, wenn Sie kurz Zeit haben. Wo ist das Problem? Immer doch. Ich warte auf einen Briefvogel mit einem Bericht über die Bewegungen des Feinds. Wir müssen ihm unbedingt vorausbleiben. Aber der blöde Vogel hat sich wegen des Funkturms in der Anlage verirrt. Was immer das Ding auch aussendet, es stört ihren Orientierungssinn. Unser Informant ist tot. Und so bleibt uns nur diese Nachricht, damit sein Tod nicht umsonst war. Ich weiß, Sie können diese blöde Krähe ebenso gut aufspüren wie die Jäger. Helfen Sie uns? Ja, sicher. Ich tue mein Bestes. Das wüsste ich zu schätzen. Das ist auf jeden Fall diese Vogelmission. So, jetzt muss ich nur mal wissen. Da ist er, der Vogel. Als ob der jetzt wegfliegt.
Frechheit. Als ob, Mann. Ist das jetzt ernsthaft? Ne, warte mal. Kehren Sie so... Ah, gut. Gott sei Dank muss ich... Also es ist jetzt zwar komisch und unlogisch, dass ich da nicht noch hoch muss und den plündern. Aber okay. Bin ich zufrieden mit... Was nicht muss, das muss nicht. Ich treffe diese harten so. Gefunden? Wir brauchen die Nachrichten. Ohne sind wir blind. Ich habe Ihren Vogel gefunden. Hier ist die Nachricht. Ja, genau das, was wir brauchen. Nachschublinien, Patrouillerouten. Wir legen Ihnen einen Hinterhalt. Wir schulden Ihnen was, Lara. Wir alle. Schrotflintenzylinder, ja, toll. Weil ich auch eine Schrotflinte habe, ne? Cool. So, hier könnte man aber mal gucken. Da müsste hier irgendwo stehen, von wegen, Gräbermission. 4 von 5, okay, dann ist eigentlich nur noch die Gulag-Mission übrig. Gut, gut. Naja. Eigentlich ist es blöd, genau dahin zu laufen. Aber ich möchte gerne dieses Lager noch aktivieren. Bevor ich zum Gulag gehe. Hier lang. Ja, auf jeden Fall. Das Lager hier möchte ich noch zu aktivieren. Und dann ja, reise ich halt notgedrungen nochmal zum Gulag, um diese Missionen da abzuschließen. Ich hoffe, es kommt nicht nochmal was, wo ich dann zum Gulag muss. So Münzverstecke oder sowas. Ist ja doof. Wir sind auch Münzverstecke nochmal. Da hat jemand etwas eingeritzt. Anweisungen zu etwas Verborgenem. Oh, den kann ich lesen. Cool. Wo? Okay, da. Da ist auch noch eins. Ja, nee, das mache ich jetzt nicht. Noch mehr Propaganda. Arbeite hart gegen Kälte und Hunger. Na, Russisch? Russisch 2 immer noch. Schade. Okay. Gibt's was zu erzählen? Ich denke jeden Tag an Dad. Ich war jahrelang so wütend auf ihn, weil ihm die Arbeit so wichtig war, er einem Märchen nachzujagen schien. Ich wusste doch nicht. Ich sage mir, dass ich noch klein war, ich es nicht verstehen konnte. Aber ich habe ihn verloren. Und jetzt fühle ich mich ihm mehr verbunden als damals, als er noch am Leben war. So weit ist er nie gekommen, aber er ist bei mir. Die göttliche Quelle ist hier und ich werde sie finden. Er wusste, dass sie den Begriff der menschlichen Seele ändern kann, dass sie die Welt verändern kann. Aber er ist tot. Und außer mir weiß niemand mehr, dass er recht hatte. Ich glaube, den da stelle ich jetzt mal her. Und den da. Also die Fähigkeiten level ich mal. So, Waffen. Gibt's da was? Wir hätten gerne ein bisschen Schuss... Nee, Zielgeschwindigkeit, Haltezeit, Schussfrequenz. Komm, hier, Zielgeschwindigkeit, zack. Hm, könnte ich auch gleich nochmal... Aber ich gucke erstmal, was hier noch geht. Hier könnte ich Nachladegeschwindigkeit verbessern. Hier könnte ich Munition, Nachladegeschwindigkeit, Rückstoßstabilität. Hey, komm, das Magazin und das mache ich auch, komm. Hau mal raus. So, dann wird das
Dingens hier, das wird unbedingt mal notwendig, dass wir hier die zweite Reihe freischalten, weil so langsam wird's eng hier mit verbessern, ne? Höchstens bei dem einen oder anderen. Mh, das ist das hier. Man könnte ja theoretisch ein bisschen umgestalten. Ich weiß nur nicht so ganz, was. Das hier mal nehmen, ha? Huh? Oh, nice. Schick. Das sieht fast schon aus wie so ein Trinity-Soldat, ha? Huh? Bessere Tarnung, was? So, dann müssen wir ja leider hierhin. Und da geht's auch nur per Schnellreise. Da habe ich sonst keine Chance hinzukommen. Gut, aber würde ich auch sagen, machen wir dann hier auch gleich ein Päuschen und würde sagen, im nächsten Part geht's dann weiter im Gulag mit diesen Informationen sammeln und anschließend werde ich mich mal auf die Weiterreise begeben Richtung ja, Missionsziel, wo wir denn da so hin müssen. Weil da gibt's dann nämlich auf jeden Fall auch das eine Werkzeug wird's da auf jeden Fall zu finden geben. Dann kann man, weil sonst finde ich nämlich lauter, wenn ich nämlich andere Sachen jetzt mache, finde ich lauter Vorräte und so und kann die dann nicht verwenden. Oh. Den einheimischen Führer, Leute. Den außerhalb des Tals erwischt hat. Es heißt, sie wären von zwei Personen angeheuert worden. Eine davon eine junge Britin. Aber sie haben sie vor der Lawine in den Bergen zurückgelassen. Identifizieren Sie sich. Kontakt, da ist sie. Feuer frei. So, der Anne, wo ist denn der jetzt noch? So. Da war jetzt einfach meine Intention hinter. Schnell mal die noch wegklatschen. Weil, wenn ich das jetzt nicht mache und irgendwie habe ich doch Bock. Wisst ihr was? Ist die Folge hier doch noch nicht zu Ende? Ich schnapp mir jetzt hier ganz fix noch. Warum steht hier jetzt so viele Schrotflinten-Munition rum? Ich stand vorher noch nicht da. So, ich muss jetzt mal ganz schnell gucken. Ich muss. Ja gut, die sind ja markiert, ne? Ich muss, glaube ich, einmal in die Richtung und einmal in die andere. Und Basislager gibt es nur eines hier oben, ja. Ja, eigentlich hatte ich es gerade vor, erst einmal kurz nur diese Gegner da wegzuhauen. Warte mal, war das bei denen nicht so, dass man die jedes Mal wieder plündern kann? Haha. Ja, doch, den hat er noch nicht. Sehr schön. Ja, ein bisschen was gibt's ja da immer. Ist doch schön. Ja, komm, scheiß drauf. Geht die Folge hier ein bisschen länger vielleicht. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich es cutte. Frag mich echt, warum ich gerade so viel Munition aufsammeln konnte. Gut, ich hab die eine Tasche verbessert, aber sonst. Muss da auch gleich ganz oben, gleich da oben irgendwo liegen, glaube ich. Übrigens hier ganz witzig, diese Leiter ist direkt, wenn man da runterfällt, oder da runter springt, da haut man ja den einen Typen weg, der bricht dann da durch und dann springt man runter. Da ist diese Leiter nicht da, die taucht da später auf. Nehmen wir an, diese Trinity-Leute haben sie dann da irgendwie aufgestellt, um dann da wieder durchzukommen. In der Zwischenzeit. So. Ach komm, das ging ja echt ganz schnell eigentlich, ne?
diese drei Dinger aufzusammeln. Na? Da ist es. So, dann müssen wir jetzt, wo genau waren das? Wir müssen zu dem... In der Höhle müssen wir, ne? War der... Tiefschnee. Ist ja furchtbar. Es wird dummerweise nicht markiert, aber ich nehme jetzt hier dieses Basislager. Es müsste näher dran sein. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es sonst... Ich meine, normalerweise war das so auch auf der Karte immer markiert, oder? Ich habe jetzt so genau nicht drauf geachtet, ob es jetzt nur bei Q drücken oder auch auf der Karte markiert war. Ich glaube, es war auch auf der Karte markiert. Und jetzt nicht, aber das ist irgendwie... Das buggt da, glaube ich, ein bisschen rum, wenn man mehrere gleichzeitig annimmt, was ja da der Fall war. Ich hatte ja jetzt mehrmals zwei Stück gleichzeitig angenommen. So, aber die Höhle müsste ja... Ach ja, guck mal, jetzt ist es auch wieder da. Was war jetzt? Ein Münzversteck, ah ja. Cool. Ja, doch, es ist auch auf der Karte zu sehen. Ja, das hat sich jetzt wohl wieder resettet nach dem Neuladen. Ja, holla die Fee. Ich habe doch da noch zwei Dinge im Auge, die ich irgendwie doch gerne vorher noch... unterwegs noch machen möchte. Erstmal hier dem Typ des Zeugs liefern. Zurück. Was haben Sie erfahren? Oh. Ich glaube, danach haben Sie gesucht. Ja. Ja, das hilft uns, den Widerstand zu planen. Vielen Dank für all Ihre Hilfe. Nehmen Sie. Und gute Reise. Dieses Tal ist selbst in guten Zeiten gefährlich. Oh, hallo. Neues Gewehr, Schalldämpfer, nice. Neuer Waffenaufsatz. Für das Gewehr, ja, das sieht man auch schon, wie er dran ist. Nice, gefällt mir. So, und da wir jetzt hier echt gerade mega da sind. Ach, scheiße, den Monolithen, da kann ich noch nicht übersetzen. Bedrohliche Musik, aber ich weiß nicht, wo. Warte, nein. Stopp, zurück. Ich habe sonst nichts zum... Da brauche ich, ja, Dings. Wie heißt's? Gerade vergessen. Ach, das sind ja auch noch Typen. Ey, Schalldämpfer und... Bam. Ach ja, da ist ja eine Metallbarriere. Leute mussten hier arbeiten. Nö, mache ich jetzt mal nicht. Habe ich das markiert eigentlich? Diese Mischversteck? Ja. Das hole ich mir noch schnell. Und dann gehe ich noch rüber an das Basislager und dann ist mal Schluss für heute. Gucken, komme ich da einfach hochgeklettert? Ja. Gut, sehr schön. Dann muss ich eigentlich nur noch da runter. Und zu dem Lager. Und dann würde ich sagen, war es das jetzt mal für diese Aufnahme und für diesen Part auch. Und dann geht es im nächsten Part fröhlich weiter an dieser Stelle. Und dann gehen wir da oben in diesen diese Kupfermine rein. Kupfermine hieß es, glaube ich. Da wäre was Tolles und zwar... Was denn eigentlich?
Nehmen wir mal das hier. So, gut. Und dann würde ich sagen, war's das. Und im nächsten Part geht's weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen.